Bücherfreunde, herzlich willkommen im Wochenende. Heute ein bisschen später am Wochenende, weil ich gestern am Samstag nicht so dazu gekommen bin, die Bücherwoche zu drehen. Daher jetzt erst am Sonntag Vormittag, und bis ihr dann das Video seht, ja, dauert natürlich noch ein bisschen. Aber so habt ihr etwas zum Ausklang des Wochenendes, beziehungsweise zum Start der neuen Woche. Ja, die Woche und das Wochenende waren sehr nass, sehr kalt und es ist so gar nicht meins, aber ja, da müssen wir wohl durch. Es gibt einen Lichtblick, denn in 2 Wochen ist schon die Frankfurter Buchmesse und ja, das ist so wie Licht am dunklen Tunnel. Und ja, es gab unterschiedlichste Bücher in dieser Woche vom Genre her und es gab ja eine Medimops-Bestellung, die ich nicht extra in den Unpacking packen wollte, sondern euch hier einfach kurz zeigen werde. Ich werde auch das Leseclub-Buch für Oktober vorstellen, was ja der Grund für meine Medimops-Bestellung war. Dann ja, gibt es noch eine kleine Info, ja, dass es diese Woche einen geilen Hangout gegeben hat. Und wir wollen gemeinsam eine liebe Booktuberin zurückheißen auf Booktube, ja. Aber ich denke, wir fangen erst nacheinander mit den Büchern an, die ich gelesen habe. Zuerst beende diese Woche habe ich Himbeeren mit Sahne im Ritz von Zelda Fitzgerald, ein Buch, das ja, in den 1920er, 1930er gespielt hat und das ich als E-Book gelesen habe. Weiter ging es mit Winter is Coming von Caroline Larrington, eher ein Sachbuch, das sich auf die historischen Hintergründe bezieht und auf die sich dann gegebenenfalls vielleicht George R. R. Martin für sein Das Lied von Eis und Feuer bezieht. Ja, das ist natürlich eine Spekulation, gefragt hat sie ihn, glaube ich, nicht. Und ja, ganz frisch beendet habe ich Elefanten zum Frühstück von Gesa Neitzel, glaube ich. Ja, richtig, ich habe es ja nicht so mit Namen. Ein Erfahrungsbericht einer Berlinerin, die in den Busch auszog, um ja, sich zu finden und ja, was sie da alles findet, dazu dann im Grunde mehr. Ja, und wir haben letzten Samstag begonnen, gemeinsam wieder Die 12 zu lesen von Justin Cronin. Das ist der zweite Teil seiner Trilogie und wir haben schon wieder die Hälfte sozusagen geschafft. Hierzu aber nur kurz was am Rande, weil es eben ja erst die Hälfte von dem Buch ist und dementsprechend, ja. Aber ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal mit dem ersten Buch an, und zwar Himbeeren mit Sahne im Ritz von Zelda Fitzgerald, ein E-Book, das mir vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Es ist erschienen am 26. September diesen Jahres im Manese Verlag, kostet als gebundene Ausgabe 24,95 und als E-Book 19,99, hat 224 Seiten. Und beinhaltet 11 Kurzgeschichten, die bereits in den von 1925 bis, glaube ich, 32 veröffentlicht wurden und jetzt eben in einer gesammelten Ausgabe erschienen sind. Zur damaligen Zeit sind sie sehr oft unter ihrem Ehemannsnamen erschienen, der ja nicht sehr unbekannt ist. Es ist nämlich F. Scott Fitzgerald. Und die beiden sind ein sehr tragisches Paar, wie ich finde. Und das hat mich eigentlich immer schon sehr, sehr fasziniert. Ich bin ein kleiner, großer Fan von Fitzgerald und auch Hemingway fand ich früher immer sehr, sehr interessante Persönlichkeiten. Und so bin ich auch bei meinen Biografie-Lesezeiten nicht um Fitzgerald gekommen und natürlich auch von seiner Frau, von der ich früher auch mal gelesen habe, Ein Walzer für mich. Das war so eine Art biografischer Roman, der uns schon viel über sie im Grunde erzählt hat und über ihr Leben. Ja, die beiden waren verheiratet, sie stand immer im Schatten ihres Mannes, was gerade in der Zeit natürlich fast typisch und klar war. Man muss sich bedenken, das sind ja knapp 100 Jahre zurück. Und ja, es war irgendwie so eine Art Hassliebe und umso mehr sie sich gehasst haben, umso kreativer war, glaube ich, Fitzgerald und umso mehr hat er sie dann eigentlich wieder geliebt. Und wenn sie dann eben mal wieder 3 Tage zusammen war, brach die Hölle im Grunde los. Also sie konnten nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander. Und ja, Zelda Fitzgerald fand es immer ganz, ganz tragisch, dass die Geschichten, wenn sie unter dem Namen ihres Mannes herausgekommen sind, um einiges mehr gebracht haben, als wenn es unter ihrem Namen war. Und ja, so mancher Biograf und mancher
der sich damit beschäftigt hat, sagt eben, dass sie im Grunde an dieser Tatsache ein bisschen zerbrochen ist. Und sie ist dann auch in der Nervenheilklinik gelandet, hatte damals auch noch ein sehr, sehr junges Kind und ist dann letzten Endes auch in einer dieser Heilkliniken gestorben. Da gab es, glaube ich, irgendwie einen Brand und ja, wie es manchmal so tragisch ist. Und der Name Zelda begegnet uns ja in der heutigen Zeit auch noch, denn das Nintendo-Spiel Zelda beruht sich auf den Namen eben von Zelda Fitzgerald. Und ja, das fand ich eine sehr schöne Verbindung. Aber jetzt natürlich zum Buch. Man kann natürlich zu 11 Einzelgeschichten jetzt nicht so ausführlich was erzählen, als man es vielleicht zu einer großen könnte. Ich muss ehrlich sagen, ich fand die Geschichten durchweg sehr, sehr gut. Ich mochte diese weibliche Sicht auf die Dinge. Gerade die 1920er, 30er waren ja von Prunk und Kitsch und so Glamour, und auch sie war ja ein It-Girl für die damalige Zeit. Da gab es diese Begrifflichkeit natürlich noch nicht. Und es ist eben dieses Roaring Twenties Gefühl wirklich in jeder Geschichte zu spüren. Man spürt, man hat hier eine starke weibliche Charaktere, die aber zum Teil eben auch einfach Dingen im Leben passiert sind, an denen sie gebrochen sind, an denen sie irgendwie zweifeln, wo sie einfach an einem Punkt auch im Leben stehen, wo sie sich eben überlegen, wo es weitergeht. Und dann wird eben ein Weg gewählt und wir erfahren dann natürlich, ob das eher gut oder schlecht oder wie auch manchmal schlechte Dinge eben gut rüberkommen können. Und ich finde, Fitzgerald schafft es wirklich, diese weibliche Seite besonders hervorzuheben. Das finde ich unglaublich gelungen, und man spürt es einfach, dass dieses Frauengefühl in dieser Zeit einfach noch ein ganz anderes war, und Dinge, die heute selbstverständlich sind, dafür haben die Frauen eben damals gekämpft und waren dann stolz, dass sie irgendwas geschafft haben. Und das bringt einen eben manchmal zum Schmunzeln, zum Nachdenken und hinterlässt eben immer so dieses Gefühl, toll. Also ich hatte immer so, wow, ne, das ist so, man muss das eben mit den Augen dieser Zeit auch sehen. Und ich fand die Geschichten, sie waren sehr kurz zum Teil, nur 2-3 Seiten, andere dafür dann ein bisschen länger. Und ich fand das sehr schön, da einzutauchen, verschiedene Charaktere zu treffen, verschiedene Frauen zu treffen, Männer zu treffen, mal mit Glamour, mal mit Prunk, wie so ein bisschen auch der große Gatsby, der ja bestimmt vielen aus dieser Zeit vielleicht bekannt ist. Und dann aber auch einfach so ganz normale Menschen zu erleben, die normale Probleme haben. Und jede Geschichte für sich ist so eine kleine Perle. Und wenn man am Ende dann das Buch zuschlägt, was ich ja mit meinem E-Book nicht mache, aber so zu Ende ist, denkt man sich wirklich, wow. Also es ist dann wie so eine große Geschichte, wo man eben verschiedene Charaktere beleuchtet hat. Und ich fand, dass die Geschichten euch gut ausgewählt wurden, gut neu übersetzt wurden, es ein wirklich tolles Feeling rübergekommen ist. Und ich fand wirklich auch diese Abenteuerlust, dieses Freche, dieses Kecke, was eben für die Zeit einfach so ist, einfach ganz, ganz toll. Und auch so die Beschreibungen, es ist eben wie so eine kleine Zeitreise, wenn dann über die extravagante Kleidung gesprochen wird, über die Frisuren gesprochen wird, über die Drinks, die genommen wurden. Und das fand ich ganz, ganz toll. Es war wirklich wie wenn ich einfach eine Zeitreise mache und zurückgehe und da dieses Lebensgefühl einfach nochmal einvernehmen kann und lass mich dann eben von den Erzählungen bezaubern. Ich fand es wirklich ganz, ganz toll. Wer aus dieser Zeit gerne mal etwas lesen möchte, es fällt ja schon mehr oder weniger auch ein bisschen unter die Kategorie Klassiker, und der sollte auf jeden Fall mal nach diesen Kurzgeschichten Ausschau halten, weil ich das einfach mal toll fand, gerade aus einer Zeit, wo ja doch eher die Männer dominiert haben, ne? Was ja einfach so ist, und fand ich wirklich toll. Und auch einfach mit diesem Hintergrund, dass man eben weiß, wie Fitzgerald, wie das Leben der beiden war, und ich das hat mich einfach sehr fasziniert und mich diesen Geschichten auch einfach ein bisschen näher gebracht, vermutlich, ja, weil man einfach so diese Tragik in den Geschichten dann sieht. Wüsste man es vielleicht nicht, wie ihr Leben war, würden sie vielleicht anders wirken, das kann durchaus sein, aber man kann natürlich das, was man weiß, dass das, ne, im Unterbewusstsein, das schwingt natürlich mit. Und ich fand wirklich, es gibt keine besonders hervorzuhebende Geschichte, es gab keine unglaublich schlechte Geschichte, sie sind alle wirklich gut bis sehr gut und hinterlassen eben als Ganzes wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl der Zeit und als Ganzes eben so dieses Besondere, was man eben mitnimmt, was uns Zelda Fitzgerald eben erzählen wollte. Und ja, hat mir unglaublich gut gefallen, mal wieder was aus dieser Zeit zu lesen. Und ja, auch ganz toll, dass dieses Buch, dass diese Kurzgeschichten in einem letzt eben auch neu aufgelegt wurden. Fand ich wirklich, ja, bin ich sehr, sehr begeistert und danke dem Verlag, dass ich es als E-Book zur Verfügung gestellt habe.
bekommen habe. So. Ja, dann ging es weiter mit einem ganz anderen Buch und zwar einem, ja eher Sachbuch, Winter is Coming, die mittelalterliche Welt von Game of Thrones von Caroline Larrington ist erschienen am 12. September im Theis Verlag und hat 320 Seiten und kostet als Taschenbuch, so wie ich es in Händen halte, 19,95 €. Man muss hier vorneweg sagen, man sollte sich mit Das Lied von Eis und Feuer beschäftigt haben. Die Autorin selbst rät dazu, dass man mindestens die 5. Staffel von Game of Thrones von der Serie kennen sollte und bezieht aber auch sehr oft Buchvergleiche mit ein, die sie dann eben auch mit Spoilergefahr kennzeichnet. Also wir haben hier dann unterschiedlichste Zeichen für schwerwiegende Spoiler, mittelschwere, geringfügige Spoiler. Das Problem fand ich nur dabei bei der Kennzeichnung, dass nicht erklärt wird, ja, oder offensichtlich ist, für was denn gespoilert wird. Wird es für die 6. Staffel gespoilert? Für welches Buch wird gespoilert? Dadurch, dass ja die 5. Staffel nicht dem 5. Buch entspricht, sondern ja sehr, sehr viel auch noch aus dem 4. Buch enthalten hat, beziehungsweise die 6. Staffel zum Beispiel ganz viel noch aus dem 4. Buch rausholt und noch mehr erklärt zum 5. Buch. Also es ist natürlich im Buch sehr, sehr schwieriger, aber sie bezieht sich wirklich auf die Serie. Und ich empfehle auch wirklich jedem, man sollte die Serie vorher kennen. Ich glaube, es sind doch einige schwerwiegende Spoiler sonst enthalten. Es gibt am hinten drin auch noch, da macht sie ein paar Anmerkungen zur 6. Staffel, das kennzeichnet sie aber, die sie dann wahrscheinlich einfach im Nachgang ergänzt hat, weil mancher ihrer Theorien, die sie vorne beschrieben hat, sich dann mit der 6. Staffel so ein bisschen erledigt haben oder in eine andere Richtung gehen und ja. Aber um was geht's eigentlich natürlich in dem Buch? Ja, es geht natürlich um Game of Thrones und es geht darum, woran sich George R. R. Martin oder wovon er sich hat inspirieren lassen. Sie hat hier verschiedenste Theorien zusammengesucht, die uns eben in der Serie begeistern und beeindrucken und wie die in der Geschichte eben schon mal vorgekommen sind. Ganz bekannter Vergleich sind natürlich die Rosenkriege in England, worauf sich ja auch die Namen stürzen sozusagen, also die Namen berufen. Das hat ja George R. R. Martin schon gesagt. Da haben wir ja die Lancaster und die Yorks und in der Serie und in den Büchern gibt es ja die Lannisters und die Starks und dementsprechend kann er das ja nicht abstreiten, hat er auch nicht getan. Es gab auch mal ein sehr interessantes Interview mit ihm, wo er uns dann eben auch so die Vergleiche der früheren Charaktere zur heutigen Serie, zu seiner Buchvorlage sozusagen beschreibt, aber ich schweife schon wieder ab. Ihr seht, ein Thema, über das ich stundenlang reden könnte. Ja, und wir haben hier eben wirklich von der Autorin wirklich eine Sammlung von vielen Informationen, was irgendwie woher kommt, wo könnten die Dothraki herkommen, ist das so eine Art Mongolen, Genghis Khan Richtung, wo könnten die Orte in der heutigen Zeit oder in der früheren Zeit gelegen haben, die Mauer, die es ja im Grunde in Westeros gibt, die anderen und auch eben die Wildlinge von unserem bekannten Welt trennen. So etwas gab es ja damals in England auch, wo sich England, ich glaube, von den Römern irgendwie ja, geschützt hat. Und da kann man natürlich Bezug dazu hernehmen, wer schützt wem vor was, wo könnte es hingehen. Es gibt natürlich dann auch diese mythologischen Ansätze mit den Drachen, was könnten die weißen Wanderer sein. Und ich möchte natürlich jetzt nicht irgendwie spoilern, was durch das Buch natürlich relativ schnell geschehen könnte. Schon allein, dass man Dinge miteinander vergleicht, die einem vielleicht bis zur 5. Staffel nicht klar sind. Also es gibt dann auch wirklich Personen aus der Geschichte, wo sie eben sagt, die sind die Vorbilder für jenen Charakter, also egal, ob es dann um Stärke geht, um Treue geht, um dieses Ritterehrentum geht, das macht sie unglaublich gut, wie ich fand, es war sehr spannend zu lesen. Mich persönlich hat manchmal das Anteasern von ihr sehr gestört. Sie hat dazu geneigt, etwas zu erzählen und ist dann aber scheinbar für sich selbst darüber hinausgegangen, also wo ich dann sage, oh, jetzt, ne? Habe ich zu viel oder habe ich zu weit ausgeholt und erzählt dann, oh, hier stoppen wir jetzt, aber das könnt ihr da und da lesen. Und das fand ich beim ersten Mal, wo ich dachte, okay, ja, schön, dass du uns das so locker machst. Das hat sie aber einige Male in dem Buch gemacht und irgendwann dachte ich, jetzt habe ich es auch begriffen. Also ich fand es einfach blöd, dass sie was anteasert und dann sagt, da kommen wir irgendwann nochmal dazu. Ja, wir sind da irgendwann dazu gekommen, aber der Zusammenhang hätte mich halt schon an erster Stelle interessiert und ich bin halt ein ungeduldiges Kind und ich fand das irgendwie doof. Also spätestens beim 2., 3., 4., 8. Mal hat mich das dann echt genervt, wo ich dachte, ja, genau, ich lese später einfach. Und das hat dann das Lesen wirklich ein bisschen
ach, unglücklich gemacht, ne? Also man sitzt dann so da und denkt sich, ja, genau, jetzt hast du wieder zu viel erzählt und erzählst es uns später. Das fand ich irgendwie nicht so toll. Ich weiß, dass sie damit die Geschichte vielleicht irgendwie auflockern wollte. Ich fand es aber irgendwie nicht so gelungen. Ich fand es auch teilweise sehr, sehr trocken und ich hatte es mir ein bisschen aufregender vorgestellt und ich fand es sehr schön, dass die Zusammenhänge der echten Geschichte zur Seriengeschichte, die wurde sehr gut ausgearbeitet. Sie hat da wirklich tief recherchiert und ist auch wirklich gut rübergebracht, aber es war eben manchmal, wo ich dachte, ach, das hätte man ein bisschen spannender rüberbringen können. Also sie hat das sehr platt gemacht und wie gesagt, manchmal war es dann eben auch einfach zu theoretisch, zu trocken. Auch der gehobene Schreibstil war anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig und wenn man selbst einfach schon ein bisschen recherchiert hat, so wie ich halt dazu auch neige, der hat halt schon viele Dinge auch einfach gewusst. Deswegen ist das Buch bestimmt für jemanden, der noch gar nicht irgendwie was recherchiert hat oder nur sehr wenig oder wenig Interviews angeguckt hat, auf jeden Fall lesenswert, auf jeden Fall spannend, auf jeden Fall aufregend. Aber ja, es hat mir nicht allzu viel Neues gebracht. Es gab so ein paar neue Denkansätze, die ich mir dann auch rausgeschrieben habe, die ich dann im Grunde auch mal noch intensiver nachrecherchieren möchte, weil mich dann auch einfach der geschichtliche Hintergrund interessiert. Und das fand ich dann auch spannend und aufregend. Insgesamt ein gutes Werk für alle Game of Thrones Fans, denke ich, fast ein Muss. Und gerade um eben so diese Gedanken zu haben, wo könnte es aus der Geschichte herkommen. Wer aber wirklich selbst gut im Recherchieren ist und da auch Geduld und die Muse hat, sich durchs Internet sozusagen selbst zu suchen, der wird hier wirklich einige Doppelungen erkennen, weil irgendwie bezieht sich halt sehr Ähnliches immer auf die Geschichte. Und bin da ein bisschen zwiegespalten, aber im Grunde war es schon ein gutes Buch und einfach für Game of Thrones Fans finde ich, es ist absolut empfehlenswert, um da eben einfach so ein bisschen in die Geschichte einzutauchen und in diese Hintergründe. Und ich glaube tatsächlich, dass sich George R. Martin sehr von der Geschichte inspirieren lassen hat. Ich glaube aber nicht, dass er die Geschichte so enden lässt, wie vielleicht die Rosenkriege. Wobei, das wäre natürlich auch nicht schlecht, kann jetzt jeder überlegen, wie die Rosenkriege geendet haben. Also finde ich persönlich eine coole Theorie, wenn es so enden würde, aber ich glaube fast nicht daran. Es wäre zu offensichtlich. Und dementsprechend, ja, es ist empfehlenswert, man muss den gehobenen Stil mögen und man muss auch wirklich auch die fünfte Staffel kennen. Also weil sonst hat man wirklich sehr, sehr viele Spoiler drin und hätte dann auch keinen Spaß wahrscheinlich mehr an der Serie. Also, ne, weil dann einfach so viel schon erklärt wurde und dementsprechend hier so ein bisschen bei mir gemischte Gefühle, einfach weil ich auch schon sehr, sehr viel gekannt habe. Und das dritte komplett gelesene Buch dieser Woche ist dann Frühstück mit Elefanten als Rangerin in Afrika von Gesa Neitzel. Das Buch ist erschienen am 9.9. im Ullstein Extra Verlag, kostet broschiert 14,99 und als E-Book 12,99, hat 368 Seiten und wurde mir auch vom Verlag zur Verfügung gestellt. Ich habe es entdeckt durch den Lovely Books Eintrag von Tasmetu und als sie dann, ich glaube, ihren September Büchermonat vorgestellt hat, war ich, da habe ich gewusst, ja. Und da hatte ich es aber dann schon hier und dachte, Gott sei Dank, du kannst es jetzt lesen und habe dann im Grunde auch ziemlich gleich danach das Lesen angefangen. Ihr findet das Video von Tasmetu natürlich mal in der Infobox. Ja, wie der Titel schon verrät, geht es um Frühstück mit Elefanten. Und wo trifft man Elefanten? Ja, genau, irgendwo in Afrika oder natürlich in Indien. In diesem Fall sind wir aber in Afrika, was ja der Untertitel des Buches hergibt. Ja, Gesa Neitzel ist eine junge Frau, eine Journalistin, die schon einige Jahre in Berlin lebt und die auch so ein bisschen ein Weltenbummler ist und einfach immer gerne in Urlaub fliegt, auch gerne länger, auch darüber dann berichtet. Und sie merkt eines Tages, irgendwie fühlt sich ihr Berlin nicht mehr richtig an, irgendwie fühlt sich ihr Leben nicht mehr richtig an. Sie fühlt sich irgendwie selbst nicht mehr so richtig an Ort und an Platz und macht sich eben so ihre Gedanken, war es da schon, ist das mein Leben und soll das jetzt noch, keine Ahnung, wie viele Jahre so weitergehen, und sie fühlt sich so ein bisschen deplatziert. Und sie kommt eben gerade von einer Reise aus Südafrika und spürt irgendwie,
dass es jetzt irgendwie mehr ist als das gewohnte Fernweh. Und sie will irgendwie mehr, weiß aber nicht genau, was sie so recht mehr möchte. Und sie denkt halt auch viel darüber nach, wie man als Kind so tickt, wie neugierig man ist, wie offen man im Grunde alles empfängt. Und sie will wieder Entdecker werden. Und dann hat sie auch ein sehr schönes Zitat ausgewählt, also gesagt, was ich mir als Zitat rausgeschrieben habe. Ich kriege von nichts genug, aber ich habe von allem zu viel. Und ich muss ehrlich gestehen, auch diese Gedanken gehen mir sehr oft durch den Kopf. Und wer meine Videos in den letzten Monaten so ein bisschen verfolgt, merkt, dass ich ja auch sehr auf dieses Achtsamkeit gegangen bin, auf etwas minimalistisch, nicht jetzt bei Büchern, da kann ich das nicht, aber bei vielen anderen Dingen. Und dass ich mich wirklich auch so dieser Gegenwart immer mal wieder herbeirufe und auch versuche, wirklich das Leben so positiv zu nehmen, wie es ist, und auch viel Negatives einfach vielleicht zu ignorieren oder einfach mir das Negative gar nicht anzutun, damit, weil was man denkt, das ist man, ne? Und dementsprechend haben mich diese Gedanken von Gesa Neitzel sehr, sehr angesprochen. Und interessant war dann eben einfach, sie hat sich dann dazu eben entschlossen, sie wird Rangerin in Afrika. Und ihre Umgebung reagiert ein bisschen unterschiedlich, das konnte ich auch ganz gut nachvollziehen. Und ihre Familie stand aber direkt hinter ihr. Und ja, sie geht dann eben nach Afrika und erzählt uns dort eben über ihre Zeit in der Ausbildung, in der sie ist, was sie eben alles lernt an Fährten lesen, an Tieren, dass sie Probleme mit der Vogelkunde hat, was sie da erlebt, wie es ist, in so einem Camp zu leben. Irgendwann macht sie eben einen Schritt auch nach dem anderen, was alles dazugehört, um vielleicht Rangerin zu werden, um in so einem Camp zu arbeiten. Dann ist sie mal in so einer Tierschutzorganisation, da geht es um die Tierschützung im Grunde von Elefanten. Es gibt, Simbabwe oder Botswana, ich weiß schon, habe die ganze Linie da durcheinander gebracht, wo ja die Elefanten zurückkommen, die Osterelefanten, nein, die Wüstenelefanten. Und aber es dann natürlich Farmer gibt eben an den Flüssen und die sich halt bedroht fühlen von den Elefanten. Und man kann aber ja zu den Elefanten schlecht sagen, hey, hier ist besetzt. Und die Farmer haben sich halt früher dazu einfach bewegt gefühlt, die dann einfach zu töten, die zu erschießen, sind regelrecht, haben dann eben eine Jagd gemacht. Und das versucht man eben zu vermeiden, indem man eben Mauer um diese Bauernhöfe und Schutzwalle baut. Und da hat sie dann eben zum Beispiel auch einfach geholfen und hat eben gelernt, was vielleicht auch für Wilderer der Anstoß dazu ist, überhaupt zu wildern, was es mit den Stoßzähnen auf sich hat und all das. Und ich habe dieses Buch jetzt wirklich verschlungen, ich glaube in 2 Tagen. Und es können auch 2,5 gewesen sein. Also ich habe, glaube ich, kurz ein paar Seiten noch gelesen gehabt und habe dann wirklich gestern und heute früh dann zu Ende gelesen. Und ich war da sofort zu Hause. Also auch Afrika ist ein Kontinent, auf den ich mich immer zu Hause fühle. Und ich sage auch immer, ich habe kein Fernweh nach Ägypten, sondern Heimweh. Für mich hat sich zum Beispiel Ägypten immer wie zu Hause angefühlt. Wenn ich da aus dem Flieger steige und die Luft rieche, das Meer sehe, den Strand sehe, auch die Menschen, die mir immer sehr nett und offen und sympathisch rübergekommen sind. Für mich war das immer ein Ankommen zu Hause. Und das klingt total bescheuert, das könnt ihr jetzt auch gerne denken. Für mich war das so. Und ich fand Afrika immer einen besonderen Kontinent. Also wir waren ja auch schon in Kenia und in Tunesien und eben auch schon einige Male in Ägypten. Und für mich war das immer, hier gehöre ich hin. Und es war eben nie ein Gefühlsvergleich. Zum Beispiel auch, ich war auch schon in der Karibik oder natürlich auch in Europa, in den südländischen Ländern. Egal ob Griechenland, ob Jugoslawien, was dann halt Kroatien war oder ne, also so Spanien. Und ich habe mich aber nirgends so zu Hause gefühlt wie in Afrika und konnte eben die Gefühle von Gesa Neitzel einfach so gut verstehen, dass sie da eben so das normale, ganz simple Leben irgendwie gut findet, dass sie sich selbst mehr dadurch gespürt hat. Und ich fand ihre Entwicklung in diesem Buch unglaublich schön. Ich habe ihr unglaublich gerne zugehört sozusagen. Sie schreibt das in diesem Stil des Erzählens und man hat auch zwischendrin immer mal so ein paar Tagebucheinträge, die sie uns vorstellt. Und ich habe mich ihr unglaublich verbunden gefühlt und habe ständig genickt vor diesem Buch und ich habe so viel einfach verstanden. Und der Nachteil an dieser gelungenen Lebensgeschichte ist, dass man das Buch zuschlägt und sich denkt, ich will auch. Also ich hätte am liebsten direkt jetzt die Koffer gepackt und wäre auch nach Afrika gegangen und hätte da irgendwas Sinnvolles gemacht. Weil das, was sie da tut, finde ich persönlich, oder in dieser Geschichte, in ihrem Lebensgeschichte erzählt, fand ich einfach beeindruckend, mutig, tapfer, super interessant und eben einfach sinnvoll.
Und ich fand es unglaublich schön. Also es hat sich toll lesen lassen, es war spannend erzählt, es gibt Höhen und Tiefen in der Geschichte, wie es im Leben eben so ist. Und sie bringt das einfach unglaublich toll rüber. Und wer einfach so ein bisschen auf der Suche nach was ganz anderem ist, was Bücher angeht, weil es ist eben ein Erfahrungsbericht, der ist hier absolut richtig. Also ich fand es wirklich großartig geschrieben, toll erzählt. Ich habe mich da ihr sehr, sehr nah gefühlt durch diese Erzählungen und habe eben mein Afrika nochmal so durch andere Augen gesehen. Und wie gerne hätte ich mal Elefanten getroffen. Die habe ich leider in Afrika nicht gesehen, aber dafür Giraffen. Kann nicht alles haben. Ja, und auch der Wiener habe ich gesehen. Aber ja, ne, also das, ja, dementsprechend, ja, das war ganz aufregend. Ich fand es ganz, ganz toll erzählt und ich mochte wirklich auch, dass sie nicht alles nur so positiv in ein Licht rückt, sondern eben auch so ihre Zweifel uns erzählt und wie auch Zweifel mal ausgeräumt werden, welche tolle Begegnungen sie da eben auch hat und dass man sich eben auch einfach neuen Menschen öffnen sollte und muss, um dann eben auch wieder was mitzunehmen, denn ja, und dann eben auch einfach keine Kamera groß dabei zu haben. Dazu neige ja zum Beispiel auch immer ich in Urlauben, was mal an einem anderen Buch lag, an Alex Garland's The Beach. Da hat der Protagonist eben gesagt, wenn ich fotografiere, dann verlässt sich mein Gehirn eben drauf auf das, was ich fotografiert habe und bestraft mich dann eben damit, dass es mich an Dinge, die ich nicht fotografiert habe, eben nicht mehr so gut erinnert. Und so hält es Gesa eben auch ein bisschen und das fand ich eigentlich so schön, weil ich mich da auch so wiedererkannt habe, wenn sie sich irgendwo hinsetzt und den Sonnenuntergang zum Beispiel genießt und dann eben die Gerüche wahrnimmt, die Farben und so jemand bin ich eben auch und das fand ich teilweise schon sehr verrückt, weil ich immer mich für verrückt gehalten habe. Ich finde es einfach schön, dass es noch jemand so handhabt und das hat mir unglaublich gut gefallen und es, ja, ich wäre am liebsten jetzt direkt kofferpackend auf den Weg nach Südafrika gewesen, um da irgendwas Sinnvolles sozusagen zu tun. Also nicht, dass das Leben jetzt nicht sinnvoll ist, wenn man, ne, also das will ich damit nicht sagen. Auch mein Leben ist bestimmt von Sinn geprägt und hat seinen Sinn. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ich fand das sehr, sehr toll. Es ist sehr empfehlenswert. Es hat wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht und nimmt einen eben einfach mit auf eine ganz, ganz tolle Reise. Ja, und das letzte Buch ist dann etwas ganz anderes, aber nicht weniger begeisterungswürdig und anbetungswürdig schon fast. Und zwar die 12 von Justin Cronin. Das ist der zweite Teil der Passage-Trilogie. Ich kann mir immer diesen Namen nicht merken von der Trilogie. Ja, wir haben ja zusammen in einer Leserunde den Übergang gelesen und aktuell sind wir zu dritt, die ja total auf dem Laufenden sind. Und wir lesen die 12. Darunter ist die liebe Laura von Laura liest. Und auch Anita, ganz liebe Grüße an dich, die Zuschauerin ist und eben hier einfach mit dabei ist. Und wir sind einfach im Bann dieses Buches. Und wir haben, ja, Halbzeit. Es ist mehr als Halbzeit. Wir sind, glaube ich, jetzt auf Seite 475 von, ich glaube, ein paar 800. Also wir sind schon über die Hälfte von 800 und ein paar 20. Und es geht jetzt noch 6 Tage weiter bis Freitag. Dann ist auch die 12 beendet. Das ist echt unglaublich. Und das Buch ist, es ist einfach eine große Geschichte und wir genießen die unglaublich, sind total drin. Wir tauschen uns wunderbar aus und man spürt auch, dass wir ähnliche Gedanken zu Passagen haben, dass auch so weit gegangen ist, dass wir Zitate ähnlich gut finden und in unseren Gedanken sozusagen dann auch zitieren und wir dann denken, okay, hier bin ich richtig. Es ist einfach ein großes Ganzes, diese Endzeitstimmung, diese Düsternis, die Charaktere, die da drin eine Rolle spielen. All das, es ist so groß und es ist so geil und es ist so klasse und es ist so bahnbrechend und es ist so anders und neu und gleichzeitig fühlt man sich einfach wie ein Teil dieser Geschichte und es ist einfach großes Kino. Also es ist wirklich ein Lebenslese-Highlight von mir schon jetzt. Ich hoffe, dass es so spannend weitergeht und auch der dritte Teil geil wird und der dann Ende Oktober herauskommt, den wir im November lesen wollen. Und es ist, ich kann eigentlich nur schwärmen. Ich fühle mich darin so verstanden, so aufgehoben, so von den Gedanken her, dass man da sich mal anstrengt, dass man Zusammenhänge irgendwie verstehen möchte, dass man einfach nicht was runterliest, sondern einfach dabei ist und es wirklich genießt. Und ich finde es großes, ich finde es ganz, ganz großes Kino. Also ich bin total begeistert. Ich fand ja den ersten Teil schon mega geil und ich finde, man kann die Reihe auch nicht als
klassische Trilogie bezeichnen, weil es ist eben ein großes Ding. Und ja, ich freue mich jetzt auf das Weiterlesen hierin und dann eben auch auf das Ende der Spiegelstadt. Und Anita hat zum Beispiel gesagt, sie hat ein bisschen Angst vor dem letzten Teil, weil dann ist die Geschichte zu Ende. Ich kann ihre Gedanken gut verstehen. Ich freue mich aufs Ende, weil ich will... Na, man hört ja bei einem normalen Buch auch nicht nach 100 Seiten auf und liest einen Monat später die nächsten 100 und dann die letzten 150, um es als Trilogie wirken zu lassen, sondern es ist halt eine Geschichte und so sehe ich das hier auch und ich freue mich da einfach aufs Weiterlesen. Also es ist jeden Tag mein Highlight fast des Tages. Ja, du liest jetzt in die 12 und es ist einfach auch gesellschaftskritisch was dabei und es ist eben eine ganz... ganz düstere Science-Fiction-Dystopie und es gibt da eben auch, ach, es ist einfach grandios. Ich kann gar nicht, ich finde da gar keine Worte. Ich finde es einfach mega und ja, kann es nur immer wieder sagen, es ist einfach nur geil. Ja, dann genug zu den Büchern der Woche. War ja eine ganze Menge dabei. Ja, der Leseklub hat entschieden. Wir haben ja zum Klassiker aufgerufen im Oktober. Unseren Leseklub findet ihr natürlich auch unten in der Infobox. Und abgestimmt wurde bis zum 5. Oktober einer der Klassiker. Und es wurde letzten Endes 1984 von George Orwell. Und wir starten ab dem 24. Oktober mit dem Lesen. Warum wir nicht am Wochenende anfangen? Weil da Buchmesse ist in Frankfurt. Und wir erst überlegt haben, ja, fangen wir trotzdem das Lesen an. Aber wir werden alle drei irgendwie mehr oder weniger auf der Messe sein, unterwegs sein. Und dann ist eben auch keiner da, der irgendwie in der Gruppe die Posts macht, irgendwie mitliest und dann Montag, Dienstag irgendwie 4 Tage aufholen. Das ja, haben wir einfach gesagt, machen wir nicht. Dementsprechend fangen wir am Montag an und ja, wir lesen George Orwells 1984. Bei mir sind nun 2 Ausgaben. Ich selbst habe es damals, also bei mir ist es ein Reread, ich selbst habe es damals in Englisch gelesen. Ich hatte da eine sehr verrückte Phase scheinbar und habe mir George Orwell ja, im Grunde auf Englisch geholt. Ich weiß gar nicht, ich habe früher noch sehr viel intensiver Englisch gelesen. Heutzutage bin ich da immer ein bisschen zu faul. Aber das fand ich sehr cool. Da ich es diesmal eben in Deutsch lesen wollte, dachte ich, guckst du doch mal, wo findest du George Orwell irgendwie gebraucht? Und ja, habe dann eben bei Medimops ein günstiges Angebot entdeckt und habe mir, ja, irgendwie ein ganz schreckliches Cover, wie ich finde. Also ich finde die englische Ausgabe irgendwie gelungener, aber ja, die war so schön weiß. Ja, habe mir einfach eine gebrauchte Ausgabe geholt, die war auch nicht teuer. Und ist jetzt eben, es ist irgendwie, glaube ich, sogar eine neuere Übersetzung vom Ullstein Verlag, Übersetzung von Kurt Wagenseil, da gibt es ja auch wieder unterschiedlichste Übersetzungen. Und von wann ist die? Die ist direkt von 1984. Naja, das passt ja perfekt. Und ich habe die 27. Auflage von 96. Also ist das Buch im Grunde 20 Jahre alt. Naja, dafür sieht es aber gut aus. Also natürlich hat es vorne hier einfach Abdrücke, und aber das stört mich alles nicht. Also ich mag es ja, wenn Bücher aussehen wie gebraucht, und es hat, glaube ich, 2,49 Euro gekostet. Also von daher ist das für mich in Ordnung. Und na, das ist ja kein Buch, das schön im Regal aussehen soll, sondern es soll sich einfach schön im Kopf einprägen. Und ich fand es damals sehr, sehr gut. Das ist ja echte Science-Fiction. Ja, das ist ja die Urdystopie wahrscheinlich, wenn man so dazu sagen möchte, die 1948 geschrieben wurde. Und George Orwell hat eben überlegt, wie könnte es eben 84 aussehen, und hat eben ja, ein eigenes Land erschaffen und das sehr, sehr düster gestaltet. Und es ist eben auch sehr gesellschaftskritisch und es passt irgendwie wie die Faust aufs Auge zu unserer heutigen Zeit, auch wenn nicht alles so gekommen ist, wie George Orwell vorhergesagt hat oder vorhergedacht hat. Aber so manches ist schon erschreckend und ich bin sehr gespannt auf den Reread. Ich habe es vor über 10 Jahren auf jeden Fall gelesen, glaube ich. Ich habe auch den Film dazu gesehen, da spielt ja auch Richard Burton. Oder der andere, ach, ich weiß nicht mehr, irgendein sehr bekannter Schauspieler mit. Und ich fand den Film ganz okay von der Stimmung, aber es war schon ein bisschen... Hä?
Ich glaube, es ist der richtige. Also ich konnte mit dem Film nicht so viel anfangen. Vielleicht sollte ich ihn heute nochmal angucken, vielleicht sehe ich es da anders aus. Aber ja, das war der Grund für meine Midi-Mobs-Bestellung. Jetzt muss ich mal die anderen Bücher mit herholen. Und ja, da ich natürlich ein bisschen was bestellen wollte, um auch auf die 10 Euro für Porto freizukommen. Und ja, das ist natürlich so. Habe ich mir noch 3 andere Bücher bestellt. Und zwar habe ich 2... Wilhelm Musso Bücher gefunden. Also ich weiß, dass dieses Guillaume zu Deutsch einfach nur Wilhelm ist. Das lässt sich. Ja, das macht ihn ein bisschen greifbarer. Ich habe ja schon 2 Bücher von ihm gelesen. 24 Stunden und Nachricht von dir. Ich habe hier noch Wirst du da sein? Habe ich damals in Regensburg als Menge-Exemplar gekauft. Und jetzt eben in gebrauchter Fassung vielleicht morgen. Und ich glaube, auch hier darf man sich vor diesem Cover nicht täuschen lassen. Mir hat sein Schreibstil ist ja sehr angetan in diesem Jahr. Und ich glaube, ich möchte da einfach noch um einiges mehr lesen. Hier geht es auch um eine Liebesgeschichte, die die Grenzen von Zeit und Raum durchbricht. Und was für ein Genie. Guillaume Musso ist der Zauberer der Spannung, der Akrobat zwischen den Zeitebenen und überzeugt immer wieder mit einer perfekten Darbietung. Und dieses Buch wurde mir von 2, 3 Abonnenten in den Kommentaren empfohlen, also gerade dieses vielleicht morgen, ich glaube nach meinem ersten Video zu Musso, und wo ich gesagt habe, was könnt ihr da absolut empfehlen, und da kam immer vielleicht morgen, dementsprechend durfte ich für unter 4 Euro auf jeden Fall auch mit. Und dann hat mich noch günstig angelächelt Nacht im Central Park. Und hier heißt es, eine Nacht ohne Erinnerung, die trotzdem unvergesslich bleibt. Und es heißt, wieder gelingt es Musso, uns zu überraschen, bis zur letzten Seite hält man den Atem an. Und ja, bin ich auch sehr neugierig. Also klingt beides unglaublich gut. Sind beides in diesem Pendo Verlag erschienen. Meine Ausgabe hier ist vom Piper Verlag, ist ja auch vollkommen egal. Und ich finde es cool. Also sie sind ein bisschen rund gelesen, was halt sich bei einem Taschenbuch fast nicht vermeiden lässt, würde ich sagen. Also ne, wenn man das einfach in Händen hält. Wie gesagt, mich stört das nicht. Ich bin da sehr unempfindlich und ich bin einfach froh, dass ich diese beiden Schätze habe. Ja, und dann das letzte Buch hat mich ein bisschen von der Aufmachung überrascht und ich glaube, ja, dass der Schutzumschlag fehlt. Es ist 7 Minuten nach Mitternacht von Patrick Ness und Siobhan Dodd. Hier handelt es sich um eine illustrierte Ausgabe scheinbar. Also mir war nicht bewusst, dass ich eine illustrierte Ausgabe bestellt habe. Aber wie es manchmal so ist, ne? Man ist da ja doch öfter mal überrascht. Und ich, ja, weiß nicht, ob da der Schutzumschlag fehlt oder ob das tatsächlich so gehört. Wer vielleicht diese Ausgabe hat, man sieht, sie ist auch ein bisschen breiter als ein normales Buch. Und es sind eben wirklich ganz, ganz tolle Illustrationen mit enthalten. Also sind die Seiten sehr schön gestaltet und eben auch echte Illustrationen drin. Das Buch, weiß gar nicht mal, war in letzter Zeit so bei 2, 3 Leuten, denen ich folge, in aller Munde. Und klang einfach unglaublich düster und spannend. Und es geht ja hier irgendwie um einen Jungen, der irgendwie in seinen Träumen irgendwie Monster trifft. Und dann irgendwie, was ist mit seiner Mutter? Und ich kriege es irgendwie nicht mehr so zusammen. Und ich weiß auch nicht, was ich erzählen kann, ohne vielleicht zu spoilern. Also insofern ich als nicht gelesen Lesende von diesem Buch was spoilern kann, wie auch immer. Ich bin da sehr gespannt. Es ist die Ausgabe vom Goldmann Verlag. Oder ist das auch neu aufgelegt worden? Ah, ich weiß es nicht mehr so richtig. Auf jeden Fall klang es unglaublich spannend. Ist ganz oben auf der Wunschliste gelandet und war, glaube ich, das teuerste Buch in dem Pack. Ich glaube, für ein bisschen was über 6 Euro. Was ich aber absolut okay finde. Insgesamt hat mich die Medimobs-Bestellung 13, 14 Euro gekostet. Ich weiß schon wieder nicht. Ich kann mir sowas nicht merken. Ich bin da ganz schlecht. Also ich glaube, die Musso so um die 3, 3,50 Euro. Das Buch, glaube ich, so um die 6 Euro. Und dann noch ein bisschen was 2 für der Nacht im Central Park. Ich glaube, auch der eine Musso war billiger als der andere. Ich weiß nicht mehr. Ist auch nicht so wichtig. Ja, das auf jeden Fall mal so ein bisschen zu den Büchern der Woche und zu der Medimobs-Bestellung. Ein neues Buch ist gestern noch bei mir eingezogen, und zwar das Oktoberbuch, wenn es nicht das Septemberbuch ist, von Jackie Fellgut. Und zwar ja, gibt es das aktuell ganz, ganz günstig zum Einsteigerpreis. Jackie Fellgut hat ja sich selbst eine Challenge dieses Jahr gestellt. Sie ist Self-Publisherin und möchte in 12 Monaten 12 Bücher herausbringen und möchte eben damit eigentlich irgendwie beweisen, sich selbst und anderen, dass man tatsächlich Geschichten zu Ende bringt und die dann eben auch herausbringen kann. Und ich habe ja von ihr schon 2 gelesen, darunter Hashtag Folge deinem Herzen, was ja wirklich ein Sommerhighlight war. Und dann habe ich das Manuskript noch auf dem Sub.
und habe mir jetzt der Duft von Kaffee und Büchern, glaube ich, ist jetzt, oh, ich habe es gestern in erster Runde geladen, ich habe es einfach nicht mit Namen, es ist echt blöd. Das gibt es aktuell eben bei Amazon für 99 Cent, der Duft von Büchern und Kaffee, so rum. Ich blende euch das Cover auch einfach mal ein und es klingt wieder sehr, sehr schön. Also ich mag ja wirklich den modernen, frechen, sehr prägnanten Stil von Jackie Feilgut sehr, sehr gerne und zudem ist sie auch eine super sympathische. Und wer den Klappentext jetzt spannend findet, der hatte beim E-Book jetzt für 99 Cent einen Grund, einfach mal zuzuschlagen und guck da mal in die Infobox. Ich freue mich auf dieses Buch. Also ja, das ist, ja, da freue ich mich echt drauf und bin sehr, sehr gespannt, was sie dieses Jahr noch so ein bisschen zaubert an Büchern und was da noch ein bisschen rauskommt. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Diese Woche gab es einen sehr coolen und lustigen Hangout bei Toto Liest. Wir waren zu dritt zusammen mit Phil und mir waren wir eben zu dritt auf seinem Kanal unterwegs. Wir hatten ja zwei Wochen vorher ein Hangout bei mir. Eigentlich war noch geplant, dass die liebe Paddy dabei sein wird. Leider musste die krankheitsbedingt dann ganz kurzfristig absagen. Und das wird aber auf jeden Fall demnächst nachgeholt, dass wir da zu viert dann hangouten. Es war wieder super lustig, es war super unterhalten. Ich packe es euch natürlich auch in die Infobox. Es geht ein bisschen was um die 3 Stunden. Nehmt euch die Zeit, trinkt dabei einen tollen, guten, heißen, starken Kaffee und lasst euch ein bisschen unterhalten und wir haben unglaublichen Spaß gehabt und es ist immer wieder schön mit den beiden und auch mit dem Chat und das ist ein reger Austausch und es ist einfach toll. Also ich habe Hangouts wirklich jetzt sehr, sehr lieb gewonnen und freue mich da auf jeden Fall auf unsere nächsten und dass wir uns auch alle in Frankfurt sehen und ich freue mich auf die Buchmesse. Es wird echt toll, echt so viele lieben Menschen, die man gerade so das letzte halbe Jahr so ins Herz geschlossen hat und es sind natürlich auch so ein paar Lieblingsmenschen mit dabei und eben auch einfach Leute, die man zum ersten Mal dann live sieht, mit denen man eben auch schon jetzt so einen guten Draht hat und natürlich auch Autoren, die man trifft und ja, es geht die finale Planung los und ich merke jetzt schon, ich nehme mir viel zu viel vor und werde das in Frankfurt gar nicht rumbringen, weil man ja in Frankfurt auch noch die Wege einplanen muss. Ja, hat man in Leipzig nicht so. Dementsprechend wird es ein paar Kann- und Nicht-Muss-Termine geben. Aber ja, ich werde ja auch wirklich nur den Freitag eigentlich voll planen. Am Sonntag wird es wirklich wahrscheinlich nur das Booktuber-Treffen gehen. Vielleicht die ein oder andere Lesung, wo ich dann eben auch meine Freundin mitnehmen kann, dass sie das auch mit interessiert. Aber eigentlich machen wir es uns ja da immer in diesen etwas exotischen Hallen gemütlich und laufen da unglaublich gern durch Südamerika, Australien, sehr cool sind auch immer die Asiaten, das alles immer so bunt. Also man soll sich nicht nur in Halle 3 aufhalten, sondern auch mal drumherum gucken und ich freue mich da drauf. Und dann gab es die Woche eine ganz, ganz tolle Überraschung, was mich unglaublich gefreut hat, denn die liebe Sandra ist wieder auf BookTube. Sie war früher schon mal hier unter Smallas Bücherschnack und dadurch haben wir uns auch kennengelernt und sie war schon immer eine ganz, ganz liebe Abonnentin, Kommentatorin, Kommentarschreiberin. Ich krieg's gerade nicht mehr hin. Und wir haben uns auch schon auf dem einen oder anderen, ich glaube, wir haben uns jetzt mittlerweile schon zweimal getroffen. Sandra, ich glaube, es war zweimal, ne? Ich glaube mal in Leipzig. Ja, in Leipzig. Und letztes Jahr oder dieses Jahr auch in Leipzig. Und das eine Mal war es wirklich eher so ein ganz normales Booktuber-Treffen und dieses Jahr hatten wir uns aber in Leipzig direkt dafür ein bisschen verabredet, dass wir den Vormittag miteinander verbringen und es war ganz, ganz toll. Wir waren auch zusammen in der Fitzek-Box und haben uns beide ein Autogramm von Fitzek geholt und ein Foto und ja, wir hatten unglaublichen Spaß und haben uns dann auch auf dem Booktuber-Treffen wiedergesehen und sie ist einfach eine unglaublich liebe, eine super sympathische und wir schreiben uns auch privat sehr gerne und viel hin und her und ach, sie ist einfach toll und sie hat es absolut verdient, dass ihr mal bei ihr vorbeischaut, es ist ein kleines Vorstellungsvideo von ihr schon online und auch ihr Lesemonat September, wo sie wieder sehr gemischt die Bücher vorstellt, was ich ganz toll finde, weil ich ihren Lesegeschmack, dieses Random Lesen wirklich sehr toll finde, dass bei ihr so alles ein bisschen dabei ist und ich freue mich auf ganz, ganz viele neue Videos von Sandra und ihr findet natürlich Video und Kanal und alles in der Infobox und schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, Sandra, willkommen zurück. Ich freue mich, dass es jetzt wieder Videos von dir geben wird.
Und jetzt gucke ich mich so um. Ich glaube, ich habe über alles erzählt, was ich so erzählen wollte. Wenn ich mich nicht irre, was gab es die Woche noch? Ich glaube, gar nicht allzu viel. Das reicht ja auch, ne? Also was mit so Bücher und Lesen und so angeht. Und ja, jetzt kommt gerade ein bisschen die Sonne heraus. Dementsprechend werde ich die jetzt ein bisschen genießen. Werde vielleicht mal so einen kleinen Herbstspaziergang machen und werde ein bisschen Sonne tanken. Ich brauche das ganz, ganz dringend. Das war mein Handy, hat gepiept. Wer wird es sein? In diesem Sinne hoffe ich, hat euch meine Bücherwoche mal wieder Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr ja das ein oder andere neue Buch dadurch entdeckt oder kanntet es schon. Dann gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wollt. Würde ich mich sehr, sehr über den Austausch freuen. Und ja, nun wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Restwochenende oder dann eben einen guten Start in die neue Woche. Und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.